Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic mit eurem Ben Stormrider. Ja, und wir haben die letzte Sternkarte in der letzten Folge eingeheimst. Wir haben den Leichnam von Uther Wind zu Füßen, der uns die Sith-Abschlussprüfung abnehmen wollte, und das hat er nur davon. Schnellreise steht uns zurzeit nicht zur Verfügung. Wir müssen immer noch hier rauskommen und zurück zu Ebon Hawk. Das heißt, wir müssen noch durch das Tal der Sith und durch die Akademie durch. Und die Frage ist, ob die Leute hier Uther Winds Tod wohl in der Macht gespürt haben. Wir haben hier im Tal schon alles geplündert, ne? Offenbar nicht. Das erstaunt mich. Vielleicht, weil wir das Grab noch nicht begehen konnten beim letzten Mal. Haben wir wohl übersehen. Was mit dem Archäologen da? Es gibt Hinweise, dass sich unter diesem Tal eine alte Sith-Kolonie befindet. Ist das nicht ein aufregender Fund? Ja, total. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Die Ausgrabungen im Tal müssen per Hand durchgeführt werden. Hier wimmelt es vor alten, noch funktionierenden Fallen. Ja, aber da im Erdboden ja wohl kaum. Ja gut, die haben also nichts mitgekriegt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Duck Besser? Ist das nicht Juhornis Freund? Hallo. Ich glaube, euch habe ich an der Akademie noch nie gesehen. Ich muss gehen. In Ordnung. Seid nur vorsichtig, wenn ihr in eines der Gräber reingeht. Manchmal bin ich verwirrt, aber das ist schon okay. Den hatten wir doch angesprochen mit Juhorni, ne? Aber ich weiß nicht mehr, auf welchem Spielstand, und vielleicht bin ich ein bisschen durcheinander gekommen mit der Zeit. Na, macht aber auch nichts. Wir haben das ja alles schon gesehen mit ihm, den ganzen Dialog mit Juhorni in vergangenen Folgen. Dieser ekelhafte Schweißfliegen-Sound schon wieder. Oh, die sind aber neu. Oder? Wie kommt es, dass du Naga Sadus Grab allein verlässt? Solltest du nicht die letzte Prüfung ablegen? Wo ist Master Uther? Ja, sagen wir ihm doch einfach die Wahrheit. Ich bin Revan. Ich habe den Meister getötet und ihr müsst euch vor mir verbeugen. Du lügst. Du hättest den Meister niemals töten können. Also da haben wir schon so viel Charisma und Überredungskünste gelevelt mit Skillpoints, mit Talenten und wie gesagt mit dem Charisma-Attribut, und die glaubt uns trotzdem nicht. Tja. Ihr zweifelt am dunklen Lord Revan? Haha, sehr witzig. Du bist nicht Revan. Schnell, schnapp dir den Verräter. Aber selbst wenn er nicht Revan ist, was, wenn Master Uther wirklich tot ist? Jemand, der den Meister... Wenn Master Uther tot ist, war er ein schwacher Narr. Attacke! Ich werde die neue Herrin von Korriban sein. Der schwarze Schüler war vielleicht Raucher vorher. Hat er jetzt vielleicht einen künstlichen Kehlkopf, oder warum klingt der so komisch? Nun gut, dann wollen wir die neue Herrin von Korriban mal hochleben lassen hier. Oh, die lässt sich nicht hochnehmen. Na gut, okay. Kein Ding. Autsch. Wir haben einen Debuff abbekommen. Was hat die denn mit uns angestellt? Wir sind gelähmt. Ah, wir lassen sie ja doch hochleben. Das ist ja angenehm. Geht das jetzt mit dem Energiewiderstand? Das ist ja schön. Oder ist die neue Herrin? Das sind Zwillinge. Die sehen genau gleich aus. Also gut,
lösen wir doch den Kettenraucher hier mal von seinen Qualen. Wir sind verlangsamt worden, das ist passiert. So, das war das. Können wir hier mal einen Machtsprung rein vollführen? So, da sind wir schneller bei ihr, als sie sich das gewünscht hat. Ja, und dann wäre es das gewesen, ne? So, wollen wir mal schleunigst zurück zu unserem Raumschiff. Die greifen uns anscheinend auch alle an. Alter, was ist denn los hier? Alle auf uns? Oh, wir haben unsere Freunde wieder dabei. Juhani und Jolie. Ihr werdet uns. Das ging schnell. Aber noch mehrere. Gerade Rücken an Rücken so ein bisschen gekämpft, das ist eigentlich cool. Juhani, das ist mein Unterarm. Bitte tu das nicht. Das kann ein Jedi. Das kann ein Jedi, ja. So, mal sehen. Oh. Na, den Zylinder haben wir aber schon geplündert, ne? Die Workbench ist neu. Die ist, ja, heißt auch nicht Werkbank, sondern Workbank. Die ist tatsächlich auch eine Mod. Weil es gibt auf Korriban einfach keine Werkbank und das hat einige Leute gestört. Und dann haben die hier einfach eine hingesetzt, eine Workbench. Und die funktioniert wie jede Workbench. Dass man sich hier die Kristalle austauschen kann. Ja, wenn wir jetzt gucken, was der Solari-Kristall bringt. Was ist er denn? Solari hier. Huch. Solari. Diese Kristalle werden... Was rede ich denn? Wo ist er denn? Solari? Achso, da war der O-Pilar war drin, ne? So, und jetzt müssen wir den Solari hier wieder sehen können. Ah. Also, Angriffsbonus 3. Gesinnungsbeschränkung helle Seite gegen dunkle Seite 1W8. Und helle Seite Schadensbonus physisch 3. Das ist alles gegen dunkle Seite-Nutzer. Eigentlich nützlich, aber ich will's nicht, weil der O-Pilar... bringt nämlich bei kritischen Treffern 2W6 Schaden, also 2 bis 12. Und da wir auf kritische Treffer gehen, behalte ich den drin und auch den Nextdoor, der unser Schwertchen schärft. Dass wir nämlich fast jeden Treffer verursachen sozusagen. Aber ansonsten ist es eine super Sache, dass wir eine Workbench hier haben. Das ist
nicht meckern. Ist eine gute Mod. Und da geht's weiter. Der oh, ist schuldig. Sieh mal an. Ich helfe ihm. Ich sehe, er hat das schon ganz gut im Griff eigentlich. Tja, Leute. Oh, haben sie mir Julie ein bisschen aufgeschlitzt? Habe ich gar nicht bemerkt. Entschuldigung, alter Knochen. Haben wir noch Loot zurückgelassen eigentlich in der vorherigen Kammer? Haben wir auch gut aufgeräumt. Ist die Feldkiste? Nee. Ist ja unverschämt, dass sie hier nichts in den Taschen hatten. So, ich erinnere mich an einen Raum mit Sklaven. Ich frage mich, ob es den... ob es den noch gibt, mitsamt den Sklaven, oder nicht. Gehen wir mal gucken. Ansonsten lassen wir die jetzt raus, weil ich behaupte, dass die Schule hier geschlossen wird. So schnell machen die keinen Unterricht mehr. Dummerweise sind keine Gefangenen mehr hier. Ist ja unverschämt. Eine Kiste da. Leer, war ja klar. Können wir nochmal in die Quartiere gucken? Warum nicht, ne? Jetzt, wo wir schon mal hier sind. Oder hier drüben in der Folterkammer. Ekelhaft. Giovanni? Euer Wunsch? Beweg mal deinen hübschen Tigerhintern hier raus. Das wäre mein Wunsch. So. Ja? Na super, jetzt rennt er hinterher. School's out for summer. School's out forever. Also ich bin Rock-Fan. Also, nee, das ist falsch. Ich mag Rock. Aber ich kann mir diese ganzen Classic-Rock-Sachen alle nicht merken. So oft höre ich sie dann auch die nicht. Republik! Man ist... Omega. Der tut mir fast ein bisschen leid. Dass wir ihn jetzt niedermachen, um ehrlich zu sein. Weil wir haben doch zusammen die schweren Stunden in dem Grab überstanden, naja. Der Cube spricht nicht mehr mit uns, das ist ein bisschen schade. Naja gut. Schaut euch einfach mal frühere Folgen an, wo wir den hier platziert haben. Wo die Mod noch funktioniert. Um diese Sachen genießen zu können. Tja. Dann, wen haben wir da hinten noch? Ist noch ein Sith-Captain irgendwo? Da hinten ums Eck.
Hier jemand? Nein. Das waren unsere Quartiere, ne? Hm, genau. Haben wir eigentlich was in die Feldkiste getan? Normalerweise nicht, ne? So, wir wollen einfach gründlich aufräumen. Ja, zu dir komme ich gleich. Hier ist noch ihr werdet untergehen. Irgendjemand geht nach unten. Bring mir ein Bier mit, wenn du mit drauf kommst. Oh, 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 oh. Was ist mit dem Spiel los? Ich habe es. Das kann er nicht. Das hat Juhani schon fast im Alleingang gelöst hier. Ein Bett. Naja. Das haben wir alle schon geplündert hier, ne? In den vergangenen Folgen. Genau. Gut, auf jeden Fall haben wir noch ein paar Köpfe eingeschlagen. Geht das eigentlich so weiter, wenn wir aus der Akademie raus sind, oder hat sich das jetzt nur auf die Akademie beschränkt? Diese ganze Gewalt, diese ekelhafte. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie lange ich meine Rüstung wieder waschen muss, bis sie nicht mehr rot ist? Na gut, selber schuld, wenn ich auch ein normales Schwert verwende. Nicht zwei Lichtschwerter. Lichtschwerter kauterisieren ja, aber mit dem Ichani-Schwert in der anderen Hand, das wird schön schmutzig. Ein bisschen spritzig sozusagen. Vor allem Vibro-Klinge dann noch mehr spritzig. Vibro-Klinge nenne ich übrigens auch meine Rasierklinge. Die haben ja mittlerweile auch mit Batterien, die Dinger. Ach, guck mal, diese Ziff-Wache. Die wir noch aufs Maul haben. Das war nur die eine. Ich glaube, wir geben uns nicht mehr als Ziff aus. Ich glaube, wir antagonieren die jetzt alle ganz offen. Hui, hui. Ja. Hui. Nettes Outfit, oder? Wer liegt denn hier rum? Ist das Sith-Anwärter? Konnte ich da nicht gerade was auswählen? Das sind die Anwärter, die sich hier die Beine in den Bauch gestanden haben, ne? Bis sie verhungert sind. Oder verdurstet oder überhitzt oder... Weiß ich nicht. Bis ihre Körper aufgegeben haben. Boah, jetzt waren wir auch so lange auf Korriban durch die Brotherhood of Shadow Mod und so... Ich bin wirklich froh, wenn wir den Location-Wechsel dann jetzt gleich machen. Ich weiß, dass wir diese Kisten schon geplündert haben. Zum Raumschiff geht's da lang. Wir sollten gucken, dass wir hier rauskommen. Ehrlich gesagt. Bevor wir noch mehr Ärger kriegen. Hier sieht alles ganz normal aus. Ihr gehört zu den Sith, richtig? Entschuldigt bitte. Ja gut, die scheinen noch nichts mitbekommen haben zu dem, was vorgefallen ist. Was ist mit der zukünftigen Sith? Ihr seid einer der Sith von der... Von der Akademie, oder? Sucht ihr neue Schüler? Nein. School's out for summer, baby. School's out forever, bitch. So, der ist doch immer so gut informiert hier. Hat er Wind gekriegt, was los ist? Guten Tag. Falls Sie es noch nicht wissen, in der Akademie gibt's Ärger. Vermutlich ein Machtkampf, aber wir wissen nichts Genaues. Also, kann ich irgendwas für Sie tun? Er weiß tatsächlich Bescheid. Er ist wirklich der bestinformierte Mann in der Galaxis im Moment. Das ist unfassbar. Das muss doch ein Spion sein. Ich werde dann mal gehen. Kommen Sie bald wieder. Ja gut. Dann hätten wir das ja auch. Wir sind offiziell fertig mit Korriban, Freunde.
Das heißt, im Prinzip können wir in der nächsten Folge den dritten Akt beginnen vom Spiel. Ob das tatsächlich genau der Fall sein wird, möglicherweise... Was zur Hölle macht jemand von eurem Volk hier? Es ist ja schon schlimm genug, dass ich mich mit all den anderen Idioten herumschlagen muss. Aber eine stinkende Kaffar hier auf dieser Welt? Ich habe ebenso viel... Ja, das haben wir schon auch alles gehört hier. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Offenbar haben wir ein paar Sachen mit Juhani hier noch nicht durchlebt. Versteckt. Die wir aber in einer alten Folge schon mal gesehen ich haben. Weiß. Was? Das geht. Was? Also. Ich krieg mich da schon mal schnell durch, weil wir das schon kennen eigentlich. Jetzt die. Was? Was? Ich habe. Das seid ihr. Was? Ihr seid. Also es ist der Twi'lek, der ihren Vater getötet hat. Als ich ihr... Ihr... Jetzt komm! Ich will... Und ich will... Ja, schnappen wir. Ja, ich will... Ja, aber... So, jetzt hat sie das erlebt hier mit Xor. Der will sich jetzt noch rächen. Aber, ich bin mir nicht sicher, wo und wie. Und bis zur nächsten Folge, vielleicht gehe ich nochmal ins Tal zurück, dass ich mit Doug Wesser sprechen kann. Gut. Dann an dieser Stelle wollen wir mit Korriban abschließen und die Folge auch abschließen. Und ich will nochmal ganz kurz erwähnen, dass es eine inoffizielle Erweiterung zu Knights of the Old Republic gibt, ein inoffizielles Add-on Brotherhood of Shadow Solomon's Revenge. Genau so heißt es. Das haben wir gespielt vor ein paar Folgen, 68 Folgen lang. Gibt's auch zu sehen als Playlist auf meinem YouTube-Channel. Und ich würde die Mod, weil die nur auf Englisch ist bislang, das ist ein Fanwork, aber wirklich professionell gemacht. Die Story ist toll und alles, schaut's euch selbst an. Ich würde das sehr gerne übersetzen für alle deutschen Spieler, die deutsche Version des Spiels spielen, um das kompatibel zu machen und die Texte wenigstens auf Deutsch mitlesen zu können, würde ich gerne die komplette Mod übersetzen. Die ist aber riesengroß mit über 20 Spielstunden. Deswegen, das kann man nicht mal eben so machen. Da muss ich mir einen Monat für frei nehmen. Und deswegen habe ich diesen Kickstarter gestartet, dass mich Leute unterstützen können, dass ich einen Monat lang eben sonst kein Geld verdienen muss, sondern die Mod eben übersetzen kann, damit die nach der Übersetzung sich jeder kostenlos runterladen kann und die übersetzen, die helfen beim Übersetzen, zum Beispiel 15 Euro geben, die kriegen dann eine DVD mit der Originalmod und der übersetzten Mod zugeschickt. Ja, und haben dann eine schöne Erweiterung mit DVD, die man sich auch ins Regal stellen kann und alles. Insofern guckt es euch an. Wenn es euch zusagt, unterstützt und teilt es mit euren Freunden und die es interessieren könnte, damit die auch mit unterstützen, damit das ganze Projekt zustande kommt. Der Kickstarter geht noch bis zum 3. April, wenn ich mich nicht irre. Gut, das wäre es dann also gewesen von mir aus für diese Folge und in der nächsten Folge wollen wir mal schauen, ja, wie es mit uns weitergeht. Vielleicht setzen wir schon den Kurs auf die Sternenschmiede und stellen uns Darth Malak oder vielleicht tun wir noch was anderes vorher. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ein bisschen Shopping wäre noch drin. Also bis dahin, euer Ben. Bye bye.